Ich begrüße euch hier zur zweiten Folge von Sim Airport. Das letzte Mal sind wir ja stehen geblieben an unserem ersten Airline-Tag quasi. Wir haben hier quasi schon mal alles. Quasi. Wir haben hier schon mal alles soweit vorbereitet, wie wir hier sehen. Haben wir schon mal angefangen, unsere Küche zu bauen für unser Café, was hier unten hinkommen soll. Und ja, soweit so gut. Wir haben hier Ticketing, was noch erweitert wird, sobald wir hier dann ein zweites Gate haben. Was dann auch demnächst folgen wird. Genau. So, und jetzt sehen wir hier schon mal, im Vergleich zur letzten Folge, kriegen wir wesentlich mehr Geld rein, wenn wir hier jetzt ein Flugzeug annehmen. So gut, hier kommen jetzt nicht allzu viele Leute mit, 7 Leute. Und das Ding ist voll. Und ab geht's. Da kannst du wieder losfliegen. Von daher werde ich mich vielleicht kümmern. Welcher war denn das jetzt? Das war der Flug hier. Der hat nicht ganz so viel Zeit gebraucht. Den geben wir jetzt mal ein bisschen weniger. Da können wir dich ein Stück vorziehen. Geben dir auch weniger. Und dann gucken wir mal. Wir könnten hier 5600 nehmen wir dich noch an. Weil den können wir dann einfach hier hin packen. Und dann läuft er hier einfach. Was nicht das Problem ist, weil der läuft da quasi hier in die Nacht rein. Aber das interessiert mich dann nicht mehr. So wirklich. Ja, guck mal, jetzt machen wir schon Gewinn hierbei. Das ist schon mal ganz gut. Natürlich steht jetzt in der Gewinn- und Verlustrechnung noch kein Gewinn drin für uns. Was allerdings damit zusammenhängt, dass wir jetzt noch keinen Gewinn machen können. Weil das funktioniert einfach noch nicht. So. Was wäre denn wichtig hier? Standby-Gates, Road-Building. Etwa sowas hier ist eigentlich ganz praktisch dann. Da mache ich das jetzt schon mal. Natürlich kommt jetzt hier einiges dazu. Das kann durchaus sein. Wobei, nee, es war ja gerade 0 Uhr. Ich wollte gerade sagen, dass wir ins Minus rutschen. Allerdings ist das glücklicherweise nicht der Fall gewesen. So. Jetzt muss man halt erstmal ein bisschen warten. Es ist jetzt halt so in dem Spiel. Wenn wir einmal den Grundstein gelegt haben, muss man jetzt erstmal warten, dass Geld reinkommt. So, und ich hätte hier vorne vielleicht noch zusätzliche Flüge schon wieder reinpacken können. So. Kann ich denn demnächst machen? Ich sag mal, euch kann ich ja wieder hier. So, und dann. Ja, komm, das geht auch so. Und wenn ich jetzt dich noch nehme. Zum Morgen. Beechcraft oder eine. Ja, die haben eh nicht so viele Passagiere. Ach verdammt, die ist Mittag. Ah, naja, kriegt man auch noch unter. Das kriegt man ja wohl hin. Die hat ja eh nicht so viele. Da sollte das so klappen, wenn wir das so machen. Und dann kommst du hier rein. Aber du hast ja sowieso nicht sehr viele. So. Leider kann ich dich nicht noch kürzer machen. 1,5 Stunden sind Pflicht an der Stelle. So, und jetzt kommt unser erstes Flugzeug hier an. Da ist es auch schon und das gibt uns Geld. Das ist sehr schön. Das hat uns jetzt 5000 Euro oder 5000 Dollar gebracht, weil wir, weil das hier das Terminal nutzen darf. Das ist schon mal sehr schön. Ja, das ist gerade leider inaktiv, weil es nicht genutzt werden kann wegen Wind. Das könnten wir noch upgraden. Mit sowas hier beispielsweise oder entsprechend dann dem ILS. Ich würde eher ILS bauen, weil da können wir dann gleich auf 20 Knoten gehen. Quasi aufs Maximale. Und ja, aber das kostet halt 20.000. Da muss man halt noch ein bisschen warten. So. Ihr könnt ja schon mal gucken. Wir brauchen hier definitiv dann noch einen Cash Desk. Wie viel kosten die? 1000. Machen wir dann hier mal 3 Stück hin. Und dann ist es sinnvoll, hier auch einen Queue zu bauen. Weil die, hier sich sonst, nur so doof anstellen. Das ist auch irgendwie dämlich. Hier würde ich das gerne so machen.
Einfach weil ich dann hier gerne noch für die anderen machen würde. Assign to this kitchen. Diese Küche, diese Küche. Und dann brauchen wir hier jetzt noch die Zone. Ist weder hier noch da. Da ist das Zone Café. Das ist unser Café. Ja, ja, kriegst du gleich noch Chairs und Table. Immer mit der Ruhe. Assign to. Hier ist nur das und hier ist das nicht. Assign, assign. Assign, assign. Assign, assign. So. Entschuldigung. Das ist also, wenn man krank ist. So. So. Dann brauchen wir jetzt noch hier einen Kaffeetisch. Inklusive, wenn ich hier hinsetze. Muss ich kurz mal gucken. Wenn ich hier hinsetze, da einen Stuhl, dann da wieder. Oder warte mal. Das kann weg. Dann haben wir. Ne, das ist doof. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Der muss schon dahin. So, 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 so. 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 So, so. So, so. So, so, so. So. Hüpf, hüpf. Hurra. So, so. Tisch, 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 Tisch. Tisch, Tisch. Und da kann ich jetzt hier noch eine Tisch hin machen, wo es heißt hier so, so, so und so. Und dann noch einmal so hier. So. Was hast du? Kitchen has no available inventory. Okay, gut. Ja, ich brauche noch 3 Food Worker, mache ich mal dazu. Und wo wir gerade Geld haben, wir sind schon erst wieder am Ende des Tages, möchte ich hier mal noch das ILS-System hinbauen. Einfach damit wir es haben. Weil das ist dann doch schon sehr wichtig. Genau, und jetzt funktioniert unser Café auch schon. Und kann Geld machen. Genau, hier ist das ist voll. Was hast du denn? Es ist allerdings wichtig, dass wir jetzt auch noch ein Flight Info entsprechend hinbauen. Dass die Leute trotzdem informiert sind. Machen wir einfach mal hier mitten rein. Hier so mitten rein. Was habt ihr denn? Gibt's keine Pizza mehr oder was? Dann hätte ich gern mal noch hier einen Mülleimer, haben wir zwar da, aber mach mal hier mal noch einen Mülleimer hin und hier noch einen hin. Und dann braucht man noch mal ein paar Pflänzchen, weil es so schön ist. Kommt hier unten eine hin. Ja. Was hattest du denn jetzt? Und hier noch eine hin, weil es so schön ist. Was hast du? Du gehst doch jetzt schon. Was hast du denn dann? Gefällt's dir hier nicht? Hast du Pech, wenn es dir hier nicht gefällt. Es tut mir leid, aber dann ist es halt so. So, ich glaube, jetzt sparen wir einfach auf das zweite Terminal. Wobei es dadurch was passieren kann, dass wir die Security Zone etwas erweitern müssen hier unten. Beziehungsweise, dass wir das Ganze hier ein Stück nach vorne ziehen. Wenn ich jetzt mal hier die Planung ansetze. Clear. Ich würde sagen, wir brauchen. Wir ziehen die Security Zone ein Stück nach vorne. Sodass die hier anfängt. Heißt, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, die weggehen. Also 1, 2, 3, 4, die hier dazukommen würden. Und dann bräuchten wir noch. Entweder gehen wir nach unten oder ich mache den weg und verschiebe den hier rüber. Das kann ich natürlich auch machen. Dass ich dann sage, okay. Heißt 1, 2, 3, 4.
Heißt, dass ich das hier als Security Zone mache. Das ist vielleicht ganz sinnvoll. Die Frage ist, brauche ich draußen noch eine Toilette? Oder ich mache hier 2, 4. Und würde dann dafür hier die... So könnte ich es natürlich auch machen, dass ich dann einfach nur ein Stück nach vorne ziehe. Wie viel habe ich hier unten? Hier habe ich noch einen frei. Ist auch irgendwie doof. Habe ich einen zu wenig? Hm. Das ist auch irgendwo doof. Mal schauen. Ey, ich wollte hier... Achso, Non-Zone. Das ist schlecht. Stopp. Das war falsch. Ich wollte Planning wegmachen. Das war meine Aufgabe. So, der Tag beginnt. Was habt ihr denn? Wieso seid ihr traurig? Newsstand, der bringt überhaupt nichts. Der wird abgebaut. Du bringst was, du bringst was. No Steph. Hier ist doch Steph. Dann machen wir halt nochmal 2 weitere davon. Ich würde auch noch den Janitor noch holen wollen. Einfach weil das dann besser funktioniert, wenn wir die noch haben. Also da wird ein bisschen besser sauber gemacht. So, wie sieht's denn, was da ist denn aus gestern? Einfach um sich das mal anzugucken. Tomorrow wird nicht bringen, gestern. Der ist voll, 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 voll. Alles voll. Wunderbar. Wunderbar. No Steph. Es sind doch welche da, Jungs. Mädels. Ich muss doch nur mal abwarten. Einen kleinen Moment. Die kommen schon. Aber können nicht überall sein. Das geht nun mal nicht. Das geht nun mal nicht, dass die Leute überall sein können. So. Theoretisch könnte ich auch einfach die Toiletten nach hier unten verschieben. Da hätte ich da oben mehr Platz. Wenn ich jetzt sage, wie groß ist so eine Toilette? 6 mal 3. Hier hätte ich 11 mal 4. Wenn ich jetzt sage, also 5 mal 4 und 5 mal 4. Da könnte ich jetzt quasi sagen, okay, mach mal hier die Toiletten hin, komplette Reihe. Etwa 5 von denen. Und hier 2 Waschbecken. Bei den Männern könnte man sagen, so, so, so. Und dann hier Waschbecken. Und dann Toilette, Toilette, Toilette. Und hier nochmal so. Ja, das würde funktionieren. Aber dann würde ich es eher so machen. Genau. Also brauchen wir hier wieder eine Foundation. Wie viel kostet das denn? 30.000. Habe ich nicht. Das habe ich aktuell nicht. Aber da könnte man hier das Ganze wegmachen. Man könnte hier die Security Zone ordentlich erweitern. Nach oben hin. Das würde nämlich, glaube ich, funktionieren, wenn wir dann sagen, okay, wir brauchen hier wieder einen Platz. Checkstand, Checkstand. Dann das Zeug, dann hier wieder die 2. Das würde funktionieren. Während wir hier die Security Area noch haben. Das funktioniert soweit. Dann brauchen wir jetzt nur Geld. Das ist halt gut gesagt, wir brauchen nur Geld. Und wie kriegt man am besten Geld, wenn wir unseren Flugplan etwas optimieren? Oder noch ein zweites Gate bauen, aber wir haben ja jetzt schon... Jetzt haben wir eigentlich mehr Flugzeuge, als wir eigentlich... Also mehr Flugzeuge können wir schon gar nicht mehr reinpacken in unseren Plan. Zumindest nicht viele. Das funktioniert auch nicht mehr. Aber wir dürften wieder was Neues erforscht haben. Genau hier. Und hierfür brauchen wir dann den CTO. Heißt, wir bräuchten wieder ein neues Büro. Das will ich jetzt noch nicht machen. Also ich will noch keine Bankgeschäfte. Oh, der hat aber ordentlich Geld gebracht. Wie viele Fahrgäste, Passagiere hast du denn? 99. Das ist schon echt gut. 99 ist echt eine Menge. Hier staut sich wie sonst was. Ich habe das Gefühl, die nutzen hier gar nicht die Warteschlange so wirklich. Könnte da bitte jemand sauber machen? Da ist es dreckig. Wo ist mein Janitor? Da war er auch gerade. Du bist pünktlich, das freut mich.
Du machst gut gewinnen, du machst gut gewinnen. Machst du überhaupt jetzt noch gewinnen, wo wir das Café haben? Ja doch, du machst immer noch gewinnen. Ich wollte die Toiletten bauen. Foundation. Warte mal, wenn ich jetzt hier 15.000 mache. Und jetzt so nochmal, 15.000. Das dürfte funktionieren, allerdings erst, wenn ich das Ding gebaut habe. Da spare ich mir nämlich dann nochmal die Kosten für die eine Wand. Weil jetzt bauen sie nämlich da außenrum eine Wand. Ansonsten hätten die die Zwischenwand nicht gebaut. Und dann hätte die mich nochmal... Was hätte die mich gekostet? 600. Ich bin ein richtiger Sparfuchs. Muss ich ja gerade mal so sagen. So, und dann hätte ich gerne das Ding noch gebaut. Dann müssen wir leider hier die Bench und den Tisch abreißen, aber es ist dann halt so. Das ist dann halt leider so. So, und weil ich noch ein größerer Sparfuchs bin, werden wir dann hier, wenn wir das abbauen, das auch teilweise noch hier nutzen. Allerdings gewisse Dinge. Hier die. Die kann ich schon mal bauen, weil die hatten wir bisher noch nicht. So. Hier können wir auch schon mal eins abbauen. Jeweils. Damit die schon mal dann hier drüben aufgebaut werden können. Und schon mal jeweils ein Klo wird abgebaut. Wo ist denn das drin? Ist das bei Structures, bei Ops? Bei Komfort? Bei Komfort ist das. 4 in Stock. 1, 2, 3. 1 in Stock. Aber das Herrenklo als erstes dann mal fertig gebaut. Door. Kommt hier eins hin, da eins hin. Zones. Zones. Mail, wo ist das? Mail Restroom. Da rein. Planning, clear. Clear. Was hast du? Du hast doch alles, was du brauchst. Außer eine Tür. Das heißt, du wirst abgebaut, noch du wirst abgebaut. Du wirst abgebaut, du wirst abgebaut und du wirst aufgehoben. Hier ist jetzt nämlich nicht mehr. So, ihr dürft jetzt auch noch so eine Toilette gehen. Das war bei Komfort, hatte ich gesehen. Eins in Stock. So. Dizzy Mate. Nein, Dismantle. Wieso die Geschichte? Ich lese immer was anderes, als da steht. So und Komfort. 2 in Stock. So, so. Dismantle. Einmal weg damit. Sind erstaunlich viele noch hier drin, weil die alle mit dem Flieger fliegen. Tatsache. Ihr wollt alle. Was ist denn? Kitchen hat kein Inventory mehr. Das ist doof. Da brauchen wir eventuell mal noch einen. Wie heißt du? Noch einen Kühlschrank. Einen dritten. Einfach um aufzufüllen. Dismantle. 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 So. Male, Female Restroom, hier rein und hier raus. Ich habe doch gesagt hier raus. Das ist doch kein Restroom. So, Zones. Nein, Objects. Komfort. 2 Stück haben wir davon noch. 1, 2. Da kommt hier... 1, 2, 3, 4,
Schwupp, 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 schwupp. Und Zones. Du gehst da raus. Wartet mal. Ja, ich glaube, es reicht eigentlich, wenn ich die Toilette habe. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Dismantelt das mal bitte alles. Ich möchte hier nämlich dann noch clear. So. Objects, Komfort. Habe ich wieder zwei im Lager, die kommen noch dahin. So. Und jetzt brauche ich gleich einen ATM. Wenn ihr das alles gebaut habt, nehmt mal bitte. Wieso ist denn hier noch Restroom? Das finde ich gar nicht okay. Wir haben einen ATM. Der kommt hier hin. Flight Info Displays haben wir eins. Dann hätten wir Dekor, haben wir hier zwei Stück. Da eins, da eins. Dann hätten wir hier einen, so ein Ding. So eins haben wir hier noch in Stock, das kann da hinkommen. Genauso wie hier nochmal zwei Sitzgelegenheiten hinkommen. Und hier nochmal so. Mit einem kleinen Table und noch eine Flens, ne, einem Garbage Mülleimer, der auch immer wichtig ist. So, brauchen wir sonst noch irgendwas? Hier unten kann ich noch so einen Dreiersitzbank hinbauen. Das passt da noch ganz gut hin. Jo. Sehe ich hier sonst noch irgendwas, was ich hier hinbauen könnte? So spontan. Nö, eigentlich nicht. Dich kann ich hier mal schon mal hinsetzen. So zur Vorbereitung. Ich habe dich natürlich falsch rum hingesetzt. So, ist richtig rum. Ja, sieht doch soweit ganz gut aus. Newsstand hat sich ja nicht gelohnt. Dann machen wir das erstmal so. Wie viel kostet es denn, wenn ich jetzt hier noch den Boden reinzimmer? Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne hier... Ja, komm. Also für das Geld mache ich wenigstens hier oben den Boden. Dass das wenigstens einigermaßen gut aussieht. Sonst ist das ja echt doof. Aber, was ich gelernt habe, ist, dass die Warteschlange hier noch etwas länger muss. So. Da haben wir noch eine etwas längere Warteschlange hier. Weil die war wirklich zu kurz. Heißt, logischerweise ist die hier auch zu kurz, aber... Naja. Passiert. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, so wie das jetzt funktioniert hier. Da muss man dann nur noch den zweiten Ticket-Desk bauen. Und dann funktioniert das doch schon mal, denke ich mal, ganz gut. Ja, ich glaube, den Restroom hier werde ich auch nochmal wegmachen dann. Im Zuge, wenn wir dann hier umbauen. Einfach weil, naja, warum sollte der noch da sein? Macht ja dann gar keinen Sinn, dass der hier ist und, ja,
dass wir quasi nur ein Female Restroom und kein Male Restroom hier unten haben. Das ist ja dann auch irgendwo etwas doof. So. Die Sache ist, bevor ich ein zweites Gate brauche, brauche ich auch eigentlich einen Tower. Weil ich brauche ab 10 Flugzeugen einen Tower. Heißt, der ist auch nötig, damit das hier funktioniert. Oh, das ist schon... Das Ding ist schon leer. Das ist nicht gut. Zum Mittag ist es schon leer. Das hier fällt mir nicht. Das stelle ich mal so hoch. Gleiches Wald für dich. So. Also ist nur so eine kleine Maschine. Sehe ich gerade. So, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne hier noch clearen. Dann dürfte eigentlich nichts passieren. Stopp. Zones, Security, Zone. Zones, Security Zone hätte ich gerne da noch. Planning würde ich mal kurz wegnehmen, bitte. Zones, Security Zone. Machen wir hier vorne einfach mal noch, dass ich hier auch ohne Probleme das noch clearen und dismanteln kann. Zones. Erstmal Floor. Und dann der Security. Arg. Was habt ihr euren Flug verpasst? Das ist nicht schön. Das war keine Absicht von mir. Ja, weil das halt kurzzeitig außer Dings war. Haben die jetzt den Flug verpasst passiert. Also das war jetzt meine eigene Schuld so ein bisschen. Weil ich da halt gerade ein bisschen geschlafen habe, was das angeht. Hier ist das dann auch Objects. Wie viel kostet das? 40.000. Buff. Door. Planning clear. So. Da haben wir gleich ein zweites Gate. So, du bist eigentlich ein S-Gate, weil du bist ein Small-Gate, also bekommst du von mir mal S, und du bist ein L-Gate, also bekommst du von mir einen L. Assign to dazu. Perfekt. Ich bräuchte jetzt einen neuen Backscanner. Ich kann hier einen neuen Scanner und noch einen ID-Checkstand. Und 1, 2, 3 neue Mitarbeiter. So, die stelle ich schon mal vorher ein, weil sobald die das hier aufgebaut haben, assign to, damit sich da auch ja kein anderer noch anstellt. So sieht das doch gut aus. Und das gleiche machen wir dann auch nochmal. Objects, Ops. Nochmal einmal das, ein davon und noch einen Metal Scanner. Nochmal 1, 2, 3. Und ja, die Warteschlangen passe ich dann gleich nochmal an, wenn es soweit ist. So. Assign to, schwupp, schwupp. So, wenn das dann weg ist,
Oh ja, ist nicht einfach, in der Zeit fertig zu werden. Ich glaube, das wird auch nicht fertig. Wenn, dann wird es nur arscheng. Ne, 2 Minuten zu spät. Also das geht noch, aber ist nicht schön. So, und dann kümmern wir uns jetzt noch schnell um die Queues hier und dann ist dann auch wieder Ende im Gelände. So. Und zwar würde ich den dann hier so mittig enden lassen wollen. Dismantle. Dismantle. So. Ist das doch schön. Assign to. Du bist nur Coach. Assign. Das hier unten kannst du nicht mitmachen. Dazu bist du zu weit weg, genauso wie du. Das macht nur ihr. Genau, ihr macht quasi den hier unten noch mit und der Rest kümmert sich darum. Und ich hätte jetzt gerne noch, weil ich gerade hier das weggemacht habe. Der Garbage Bin kommt wieder hier hin. Und die Pflanze kommt hier dahinter hin. So, das heißt, unsere Info-Heatmap sieht bisher nach wie vor ganz gut aus. Hier unten ist er nicht ganz so gut. Da machen wir also noch schnell hier mal so eine Flight-Info noch hin. Sonst sieht das doch soweit ganz gut aus. Im Klo mache ich jetzt mal keine. Und dann setzen wir mal noch hier einen hin, bis das noch abgedeckt ist. Und falls jemand fragt, warum ich hier außen keine Bänke baue, weil dann hocken die sich hier hin und müssen dann erst noch durch die Security Zone. Und dann kommen sie eventuell zu spät zum Flug und das will ich nicht. Deswegen kommt hier außen eigentlich nichts hin. Deswegen würde ich das auch bei mir, wenn ich einen Flughafen dann selber baue, wesentlich kleiner gestalten und eher hinten größer. Einfach damit man hier den Platz entsprechend hat. Und ich habe es natürlich verpasst, hier 0 Uhr neue Flüge zuzuweisen. Das war auch sehr schlau von mir. Aber naja, passiert. Weil wenn ich jetzt hier noch neue Flüge zuweise, dann passiert da erstmal nicht so viel. Weil, ja, weil die dann erst morgen wieder kommen. Aber das können wir dann in der nächsten Folge machen, uns darum kümmern. Deswegen hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bleibt mir noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.